Hallo und schönen guten Morgen am Donnerstag zu einer neuen Folge Adobe Live. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Tanja, ich bin heute euer Host und heute geht es um Typografie und Posterdesign und ich freue mich sehr, Charlotte Rode heute begrüßen zu dürfen. Hallo Charlotte, schön, Hallo, dass du. danke für die Einladung. Ja, schön, dass du hier bist. Ich freue mich sehr. Ich glaube, wir haben heute eine sehr spannende Stunde vor uns. Charlotte ist Designerin, Schriftdesignerin und Künstlerin. Und Charlotte, du gestaltest Bücher, Plakate, aber auch Keramikskulpturen und vor allen Dingen sehr ausdrucksstarke Schriften. Und du beschäftigst dich in deinen Arbeiten sehr stark mit den Themen Schrift, Körper, Feminismus, Emotionalität. Also ein sehr spannendes Feld auf jeden Fall. Und ich freue mich mega drauf und bin sehr gespannt, was du uns heute mitgebracht hast. Ich glaube, das wird sehr, sehr interessant. Und ich schaue mal ganz kurz hier schon mal rüber in den Chat, weil hier ist auch schon wieder einiges los. Katrin ist da, Thomas ist da, Sir Ecki ist da. Hallo, guten Morgen. Schön, dass ihr hier seid. Wie immer, wenn ihr jetzt auf YouTube zuschaut, kommt hier rüber zu Behance. Hier sind wir live von 11 bis 12, also jetzt die nächste Stunde. Hier wird gleich nochmal der Link eingeblendet und hier könnt ihr jetzt gleich der Charlotte Fragen stellen. Und ja, Charlotte, ich würde mal sagen, ich will gar nicht lange rumtrödeln mit der Zeit. Du hast uns ja einiges heute mitgebracht. Und möchtest du vielleicht zum Anfang einfach mal so ein bisschen was über dich erzählen, wo du so herkommst, quasi was so dein Background ist, was du studiert hast und ja, wie du auch zu dem interessanten Thema gekommen bist, wo du dich jetzt mit beschäftigst? Ja, sehr gerne. Also erstmal guten Morgen an alle. Danke für die Einladung und schön, dass ich hier sein darf. Genau, also zu mir, ich habe in Düsseldorf Design studiert und habe mich da so langsam in Typografie verliebt, aber auch mich herausgefordert gefühlt, weil eigentlich habe ich sowas wie Innenarchitektur da studiert, aber es war relativ offen und dann bin ich irgendwie so in Kommunikationsdesign reingerutscht. Und genau, da haben wir dann irgendwann angefangen. Es gab einen Schriftenkurs und ich dachte mir, warum nicht? Den mache ich mal. Genau, nein, also ich habe mich einfach sehr herausgefordert gefühlt, weil es gab halt so diese Gruppe an coolen TypografInnen, aber mehr Typografinnen bei uns an der Hochschule. Und ich dachte mir, das kann ich auch, hallo. Dann musste ich leider 3 Jahre damit verbringen, bis ich es tatsächlich auch konnte. Aber jetzt bin ich soweit. Nee, genau. Und dann war ich ein Jahr in Berlin und habe gearbeitet. Und dann wollte ich aber mich gerne noch weiterentwickeln und bin dann nach Amsterdam ans Sandbeck-Institut gegangen. Das sind die Masterprogramme der Rietveld-Akademie. Und wenn man also zum niederländischen Design muss man sagen, dass da halt nicht so sehr zwischen Kunst und Design getrennt wird. Und die Schule hat halt einen sehr linkspolitischen, aber auch einen sehr, also einfach einen sehr politischen Fokus. Und genau, ich wollte halt mehr Design nicht so sehr als Dienstleistung, sondern Design halt als Werkzeug betrachten, um Arbeiten zu machen, vielleicht eher Arbeiten, die man eher als künstlerisch betrachten könnte. Und genau, jetzt, was ich in meiner ersten Woche dort gemacht habe, das war ein Workshop, lustigerweise wieder mit Johannes Breyer, mit dem er auch schon im Bachelor über den Weg gelaufen ist, von Dynamo. Genau, es war einfach so ein kurzer Workshop über Variable Typefaces. Aber das hier ist ein Meme, was ich gemacht habe. Ich liebe Memes. Meine ganze Präsentation heute ist auch ein Meme. Genau. Und hier, ja, yeah, when someone asks you how art school is going and everything is great, but you're also having existential crisis, but you're coping by being overenthusiastic. Und dann, genau, das hier ist halt meine Schrift Serif Babe. Ja, mit sehr übertriebenen Serifen. Der Witz wird weniger lustig, wenn man es erklärt. Deshalb höre ich jetzt auf, das zu erklären. Aber Ich glaube, der Witz kommt auf jeden Fall raus. also jetzt nicht mehr, aber er war da. Er war kurz Er war da. da. Genau. Und das war so das erste Mal, dass ich eine Schrift oder ein Schriftbild als visuelle Stimme begriffen habe, auch wenn ich das damals vielleicht noch nicht so hätte formulieren können.
Genau, und zum Thema visuelle Stimme habe ich dann im Endeffekt meine Masterthesis geschrieben, die auch letztes Frühjahr in der Form veröffentlicht wurde, Form Design Magazin, sehr empfehle. Ja. Und genau, und an dieser Stelle würde ich gerne eine performative Übersetzung dieser Thesis zeigen, die auch auf YouTube available ist und die wir an dieser Stelle jetzt schauen. Uns anschauen, das volle Video. Habt viel Spaß. Ja. Hallo, I'm Charlotte and I will walk you today through my routine, how I take care of my bodies and my shapes. And I will show you a very simple routine. It only has 4.5 steps. And I will just jump right in. I will start by putting on a mask that I put in this little bowl here that I made myself, and I will apply it with a brush because this is one of my favorite tools to get to really nice shapes and curves. And maybe I should take off my glasses. This is a very cleansing mask, a tool to tidy up a bit what is there, like layers that you don't need anymore or curves that are not very smooth, old ideas that you had about what to do. I will leave this mask on for 15 minutes and I will see you after that. So, it's been 15 minutes and a coffee. My next step would be a thermal water to give a finishing touch to the cleaning. And it's important to know when you've done too much. It's important to know when self-care turns into self-destruction. One of my other favorite products from the Kirin line is this serum. Rub it in my hands right here. And then I put it on my face. I like to work with my hands because I can really feel the material then. I can really feel the textures. I can really feel the outlines. And I just also feel that you can see it in the result, like you can see the directness that I worked with and you can see the gestures that are very direct. And now we come to my favorite part of the routine. This, my little friend here, is a tool to de-puff lines and to de-puff contours, especially when you had a night where you didn't have too much sleep. And that happens sometimes. And it's a very soothing feeling. It's very straightening, it's cold and refreshing. I can really recommend. I do it from the inside to the outside and I go over the lines. I trace the lines. My biggest goal in my routine is to get really, really elastic material, to make it really bendy and to make it just something you can work with very nicely, because I believe this is how you actually get it to do what you want to do. This is how you get control over the material, and you can also feel that you start to master your tools and you feel that you can really do what you want to do. The last step in my skincare routine is a moisturizer. This is the most important thing for the elasticity I just spoke about, to have a very protective moisture barrier. And I just make some anchor points in my face. I just make some dots in my face and then I connect the dots again with my hands, because I believe in the direct touch and the finishing touches. And I just rub it in. I mean, our bodies are for sure things that develop over time, and the needs are always changing. How we see them is always changing, so it's important to not see these bodies as something static, but to really see these bodies as something that develops with us. Now that I followed all the lines and all the 4.5 steps of my skincare routine, you can guess what the half step is. I will let this set in. Thank you so much for watching. All the products that I show today are from the Kirin Douce Extreme line. I can really recommend this, but of course all bodies are different and all bodies are individual. So
maybe try and maybe it helps you with your practice and with the shaping of your bodies. I wish you a wonderful day and see you soon. Das war dein Tutorial, auf jeden Fall mal ein ganz anderer Ansatz. Super, wie kamst du auf die Idee, das so zu verknüpfen? Gute Frage. Also auf jeden Fall ist, also dem geht zuvor dieser Essay, den ich geschrieben habe, wo es halt auch um Skincare geht und es geht natürlich um diese Analogie zwischen also Schriften praktisch als Körper, die aus meinem Körper heraus geboren werden, weil wenn meine Stimme eine Erweiterung meines Körpers ist, also ich meine, rein physisch hat man ja Schallwellen, die meinen Körper aus meinem Körper rauskommen und erweitern, oder eben als visuelle Stimme dann, mich hat auch mal jemand gefragt, sind deine Schriften alter Egos? Und irgendwie ist das so nachhaltig beeindruckt. Genau, und ich mache halt, also diese Schriften sind halt praktisch so kleine Körper, die den Platz zwischen mir und der dem anderen überbrücken kann, also praktisch als Kommunikationsmittel, als Medium. Mhm. Und genau, also im Endeffekt mache ich Schriften, weil ich eine schüchterne Performance-Künstlerin bin und ich bin noch nicht bereit, mit meinem eigenen Körper zu arbeiten. Deshalb muss ich Schriften machen oder Stimmen kreieren, die für mich performen. Genau. Und Ja, es ist auf jeden Fall ein total progressiver, anderer Ansatz. So ein Gestaltungselement als dein Tool ja irgendwie auch zu sehen, oder? Mhm. So. Ja, Schriften sind ja auf jeden Fall Werkzeuge. Also es sind Werkzeuge für andere GestalterInnen oder für mich selbst. Mhm. Aber natürlich ist es anders als jetzt zum Beispiel mit zum Beispiel Illustrationen oder Layout, was ja eigentlich eher für den die Endverbraucherin gedacht ist, während Schriften ja wirklich erstmal von anderen DesignerInnen benutzt werden müssen können. Genau. Und ich arbeite mich halt langsam von außen nach innen, von Werkzeugen, die sehr weit von mir weg sind, bis hin zu Werkzeugen, die mir sehr nahe sind, bis ich finally mit mir selbst arbeiten kann. Also irgendwann mache ich nur noch Performance. Nein, ich glaube nicht. Aber genau, das ist so ein bisschen der Ansatz dazu. Mhm. Falls es jemanden interessiert, ich kann auch gerne den Link zu dem Essay bereitstellen. Hier käme noch eine Frage aus dem Chat. Ich weiß nicht, bevor du vielleicht zum nächsten Projekt gehst. Ruth möchte gerne wissen, wie hieß denn das Studium? Also der Studiengang? Design. Design, okay. Ich habe Design studiert. Das ist da sehr offen, oder? Und auch sehr forschungsbasiert. Total. Also genau, es ist ein Research-Based Master, alles auf Englisch. Und wir hatten halt in unserer Graduation-Show hat niemand Grafikdesign gezeigt. Also im herkömmlichen Sinne. Ich glaube, es hat nicht mal jemand ein Buch gemacht. Okay. Sondern es werden halt immer mit den Werkzeugen von Grafikdesign oder von Design, also ist natürlich auch nicht nur Grafikdesign, sondern auch Produktdesign natürlich sehr offen. Wir wussten selbst die ganze Zeit nicht, was wir machen. Aber am Ende sind wir tatsächlich alle sehr gewachsen. Ja, okay. Ja, es ist ja auch eine Reise, oder? Wenn du dann auch in so neue Medien auch so reingehst und so. Ja, ich habe also vorher zum Beispiel habe ich nie wirklich physisch gearbeitet. Und da habe ich mich auf einmal 2 Jahre total in Keramik eingefuchst. Okay. Einfach um so ein, ich glaube, dass wir eh gerade in so einer neuen Arts and Crafts Bewegung sind, weil, also ich meine, Industrialisierung, Arts and Crafts und jetzt haben wir Digitalisierung und irgendwie ist da wieder so ein, allein so dieses Object des Fidget Spinners, was vor ein paar Jahren in war, einfach so dieses haptische Gefühl in den Händen, was kein Screen ist. Ich glaube, also gerade machen ja auch super viele Leute wieder Keramik oder ja. Und so, deshalb, ich glaube, dass da ist ein wieder Bedürfnis. Ja, so ein bisschen wieder diese Rückbesinnung auch. Es kommt hier auf jeden Fall ein Kompliment. Ich finde
die Idee, sowas umzusetzen, super kommt von Helmut. Es kommt auf jeden Fall an. Dankeschön. Genau, und dann wollte ich jetzt kurz meine Methodik oder wie ich meine Schriften betrachte, wie das für mich funktioniert mit diesen visuellen Stimmen, anhand von Lady Gaga demonstrieren. Genau. Ah ja, genau, hier sehen wir nämlich schon ein Video. Genau, also Lady Gaga ist für mich das ultimative Gesamtkunstwerk, die, also als Persona. Ich sehe Lady Gaga als Persona. Und sie hat es natürlich geschafft, in einer super männerdominierten Welt, also das kriegt man natürlich nicht so mit, aber so im Hintergrund die ganzen Producer und die ganzen Leute, die so im Musikbusiness CEOs sind und so weiter, sind größtenteils weiß und männlich. Und sie hat es aber geschafft, im Gegensatz zu anderen Popstars, wie jetzt, keine Ahnung, Britney Spears oder so, so ziemlich viel an ihrer eigenen Art Direction teilzuhaben und ihre Persona selbst zu kreieren. Also es geht um Lady Gaga als Persona. Und Popstars sind natürlich Leute, die, also aus der Rolle kommt man ja nicht raus. Mhm. Und auch nur diese eine Person kann diese Rolle verkörpern, was ja irgendwie auch so den Charme dieses Star-Tum ausmacht. Aber es ist natürlich ein Kunstprojekt und da fließt die Arbeit von super vielen Leuten mit rein. Und es ist nicht nur sie als Stefanie Gamanotta. Genau, so. Und Lady Gagas Haupt-Output, wofür sie bekannt ist, sind natürlich Popsongs. Und Popsongs sind natürlich omnipräsent, ob man die jetzt im Supermarkt im Hintergrund hört oder, also man kommt schlecht dran vorbei, auch wenn man Pop hasst. Genau, und super viele Leute hören einfach die Stimme der Person, die Lady Gaga performt, also Stefanie Gamanotta in dem Sinne. Und genau, eine Stimme ist ja auch was, dem man sich nicht so leicht entziehen kann, wie jetzt zum Beispiel, also man kann nicht einfach seine Ohren zumachen. Genau, und Popstars, gerade weibliche Popstars, werden natürlich total oft als selbstverständlich und leere Hüllen wahrgenommen. Es möchte auch niemand eine ungestylte Popqueen sehen, das funktioniert natürlich nicht, aber man muss sich natürlich manchmal, oder ich muss mir dann manchmal bewusst machen, dass diese Popstars eben nicht nur gut aussehen, sondern Lady Gaga spielt halt 12 Instrumente, hat eine klassische Jazz-Ausbildung, schreibt ihre Songs selbst und dann ist sie eine wahnsinnige Tänzerin und Schauspielerin und da, also da fließen so viele Disziplinen zusammen, nur um mit Popsongs erfolgreich zu werden, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und das finde ich sehr, sehr beeindruckend. Genau, und dann, was mir auch sehr geholfen hat, Lady Gaga zu verstehen, war mir bewusst zu machen, dass sie eigentlich wie eine Art weibliche Drag Queen funktioniert. Also, dass sie eigentlich eben in dieser Performance ist und manchmal tritt sie auch tatsächlich als Drag King auf. Also, ich glaube, es gibt sehr berühmte Fotos von ihr als David Bowie Drag King. Genau. Und dann ist es natürlich auch bemerkenswert, dass Popsongs Millionen von Menschen erreichen. Und auch wenn sie nur die Geschichte einer einzelnen Person erzählen, also sagen wir mal, Lady Gaga hat Heartbreak und sie schreibt einen Song darüber und das erreicht Millionen von Leuten. Und das wirft für mich die Frage auf, warum Design versucht, objektiv zu sein. Also das Wort objektiv finde ich eh problematisch, aber es kann eben auch expressiv und persönlich sein und trotzdem einen riesengroßen Effekt haben und ganz viele Leute erreichen. Und mir kommt es halt manchmal sehr künstlich vor, dass Design halt versucht, objektiv zu sein. Also das ist ja so dieser Schweizer Anspruch, dass man halt, oder dieses Form follows Function, also dass Design irgendwie immer noch so Angst davor hat, irgendwo ein bisschen Persönlichkeit durchscheinen zu lassen. Genau. Und für Leute, die nicht wissen, wie kompliziert es ist, Grafikdesign in welcher Form auch immer zu machen, die werden halt niemals bemerken, genauso wie bei Popsongs, wie viel Arbeit das ist da drin, die da drin steckt, so ein bisschen wie Ballett. Das soll halt schön aussehen, aber der wahnsinnige Schmerz, der dabei steht. Ich will nicht sagen, dass Grafikdesign wehtut, aber Grafikdesign tut manchmal ziemlich weh. Es ist auf jeden Fall viel Arbeit. Es ist auf jeden Fall viel Arbeit, sagen wir es mal so. Genau. Und dann ist natürlich die Frage, okay, wie kann jetzt eine Schrift performen? Und das ist total subjektiv, aber ich möchte natürlich auch sehr subjektiv sprechen. Und ich glaube, für mich ist es eine gewisse emotionale Verbindung mit gewissen Formen und Sprachen, also die mich emotional machen. Und bestimmte Schriften lassen mich bestimmte Dinge fühlen, genauso wie manche Lieder
im Ohr hängen bleiben oder manche Lieder einen berühren oder eben nicht berühren. Mhm. Es ist ja für alle Personen unterschiedlich und manche Songs funktionieren halt für mehr Menschen, genauso wie manche Schriften. Genau, und genauso wie Popsongs haben Schriften natürlich auch sehr viele sehr strenge Formalia, während dann aber der Inhalt davon losgelöst sein kann. Ich finde halt diese Diskrepanz von Form und Inhalt sehr, sehr spannend. Also zum Beispiel Lady Gagas letzter Song, 911, da geht es halt um Abhängigkeit von Painkillers, weil sie sich irgendwann die Hüfte gebrochen hat und ein wahnsinniges körperliches Trauma erlitten hat und halt seitdem abhängig von Painkillers ist. Aber es ist natürlich trotzdem ein absoluter Dance-Song, was jetzt nicht unbedingt zusammengeht, aber eben doch zusammengeht. Und eine Schrift, solange die leserlich ist, also zum Beispiel bei meiner ersten Schrift, Marguerite, die basierte auf einer aus einer Romanfigur aus dem 18. Jahrhundert, aber das interessiert die Person, die die Schrift kauft. Also das ist unwichtig für die Person, ja, solange die Schrift für die Person funktioniert. Und das finde ich eine ganz interessanten Zusammenhang. Mhm. Ich finde deinen Zusammenhang auch extrem interessant, dann so diese Persona, dass du das in der Schrift wiederum auch siehst und wie man damit dann die gewissen Gefühle auch mit ausdrücken kann. Und ja, und gleichzeitig aber auch diese ganze Arbeit, die da dahinter steckt, dann vielleicht auch gar nicht sichtbar ist. Man sieht nur das Endresultat, wie das funktioniert. So. Ja, Schriften machen ist auf jeden Fall anstrengend. Das dauert richtig lange. Und ein langwieriger Prozess, glaube ich auch, oder? Also so. Ich weiß auch nicht, wie ich das. Also, ich meine, man kann. Das kommt natürlich darauf an, was für Schriften. Und gerade sind natürlich auch so Display-Schriften total. Also, ganz viele Leute machen ganz viele Display-Schriften, weil die Tools, um Schriften zu machen, so erschwinglich sind, geworden sind. Mhm. Aber also es gibt natürlich nochmal einen Unterschied zwischen einer lustigen Display-Schrift und einer Fließtext-Schrift. Und ich bin irgendwo dazwischen. Ja. Okay, das wäre nämlich jetzt so, auch so eine Frage, beziehungsweise würde mich auch interessieren, hast du bei deinen Schriften selbst auch den Anspruch, dass die leserlich sein müssen? Also mache total, ja, doch, aber auf jeden Fall, also ich mache jetzt keine super crazy Schriften oder zumindest nicht, also ich mache gerne Schriften, die so sehr subtilen Charakter haben, okay, wo man so hinguckt und erst auf den zweiten Blick erkennt, dass da eigentlich was passiert. Mhm. Und ja, also ich bin jetzt nicht so super detailversessen. Also da geht es ja wirklich in so was Ingenieurhaftiges rein. Das interessiert mich nicht so sehr. Mich interessiert die Technik nicht so sehr, aber ich habe trotzdem den Anspruch, dass die Schriften technisch gut sind. Aber ich glaube, das ist ein eigener Job. Also ich glaube, ich könnte nicht diesen ganzen Umbrella aus Arbeiten machen und dazu noch perfekte, gemasterte Schriften. Aber da gibt es ja andere Leute, die das gut können. Und ich finde, es ist immer gut, mit Leuten zusammenzuarbeiten. Mhm. Und Expertisen, also einfach andere Leute haben andere Expertisen, das ist das Wort. Ja, total. Hier, du machst den Chat ganz angespitzt, wurde hier gerade gesagt, deine Schriften mal anzuschauen. Ich glaube, da schauen wir es aber eh mal rein. Genau, oder? Die kommen später. Genau. Ja, im Endeffekt, also was ich noch kurz über Lady Gaga sagen wollte, ist halt, dass ich es total interessant finde, wie auch bei ihr so die Arbeiten von verschiedenen Leuten zusammenkommen. Nämlich zum Beispiel machen dann wieder Regisseure ihre Musikvideos, wie zum Beispiel das Alejandro-Musikvideo, wo dann auf einmal so ein Fashion-Photographer mit reinkommt. Und dann werden halt ihre Arbeiten von anderen Leuten wieder interpretiert, was so ein bisschen ist, wie wenn Leute meine Schriften benutzen. Ja, ja. Genau, ich habe ja eine ganz tolle Flowchart gemacht, weil das ist aber auch nicht so wichtig. Also einfach so dieses, wie halt diese Performance und der Output zusammenkommt und wieder mit anderen Leuten zusammenhängt. Und ich finde es einfach total interessant, wie Lady Gaga halt auf so vielen verschiedenen Ebenen, zum Beispiel, wenn sie auch Public Appearances macht und dann über politische Themen spricht, es halt schafft, ihre Message rüberzubringen, während sie halt sowas super Generisches wie Popsongs macht. Und genau, mit Schriften, genau, ich bin halt von Design Education und generellen Einflüssen beeinflusst. Und dann gibt es mich als Privatperson, mich als Konzept, lol. Genau, und dann gibt es halt so Sachen wie Public Appearances, wie Talks oder Lehre. Dann die Situation, dass andere Leute meine Schriften benutzen. Die Theorie, mit der ich mich auseinandersetze, aber auch die ich produziere. Und dann gibt es natürlich noch physische Übersetzungen. Mhm. Genau, und dann würde ich jetzt einfach mal Arbeiten vorstellen, Little Monsters. Total gerne. Es ist ja auch interessant, also jetzt, was du vorher angesprochen hast,
bei einer Illustration zum Beispiel, die machst du fertig und ein Rezipient, der bekommt die so und interpretiert die vielleicht, aber die ist dann so fertig. Wie ist, also freut dich das oder hast, also machst du dir da auch so Gedanken, was damit dann vielleicht gestaltet wird? So? Also ja. Also ich habe natürlich keine Kontrolle darüber, wer diese Schrift benutzt. Mhm. Und ich werde auch manchmal gefragt, ob ich die wieder zurückziehen würde. Also ich glaube, wenn jetzt in irgendeiner Form meine Schrift für extreme politische Positionen benutzt werden würde, mit denen ich gar nicht einverstanden bin, ja, dann würde ich, glaube ich, sehr wütende E-Mails schreiben. Aber ansonsten versuche ich, mich davon frei zu machen, weil diese Schriften haben ein Leben außerhalb von mir. Und das ist okay. Kleines Emptiness-Syndrom. Okay. Okay, also du gibst die dann quasi weg auch. Ja. Mhm. Naja, man muss halt irgendwie die Miete zahlen. aber ich freue mich immer, wenn ich getaggt werde oder so. Und dann, also ich habe ja zum Beispiel auch einen Studierendenpreis. Und deshalb habe ich sehr, sehr viele studierende Personen, die meine Schriften benutzen. Und das ist irgendwie immer schön, so zu sehen. Und es ist halt total interessant, wie andere Leute meine Schriften verstehen, und da kommt halt so eine Pluralität von Verständnis zusammen, und das, was für mich vielleicht eine super feministische Schrift ist, ist dann vielleicht für ein Skateboard-Magazin interessant, was ja eigentlich eher so ein Dude-Ding ist. Mhm. Es ist interessant. Ja. Okay. Ja, schauen wir mal rein. Ich bin auch jetzt ganz gespannt. Genau, also ich fange an mit Seraph Babe, wofür man, also das ist wahrscheinlich die Schrift, die man am ehesten von mir kennt. Das ist sie. Es gibt sie in vier Versionen. Und Seraph Babe ist praktisch mein alter Ego und ist auch so, meine Schriften wachsen halt mit mir. Meine Schriften sind Körper, die sich mit mir entwickeln. Genau, die erste Seraph Babe kam 2018 raus. Und damals war Seraph Babe auf jeden Fall noch ein Teenager, und sie hatte sehr viele Gefühle und sie wusste nicht so ganz, wohin damit. Und sie hatte irgendwie immer das Gefühl, dass sie ein bisschen zu viel ist, aber noch so ein bisschen unproportional. Aber sie hat angefangen, da ihren Frieden zu finden. Aber dann gab es eben auch die Version von 2019, Seraph Babe Alt, was halt die Schrift aus dem Meme vom Anfang ist, was mein erster Test in Variable Fonts war. Und das ist eben, Seraph Babe hat halt, sie ist sehr, sehr sauer. Sie hat einen kurzen, sehr sauren Moment und explodiert und zeigt ihre Wut nach draußen, und sie ist einfach so ein bisschen hilflos und verzweifelt, weil sie vor Dingen steht, die sie nicht weiß, wie sie sie lösen soll. Okay. Aber wie wir alle ist auch Seraph Babe erwachsen geworden, auch in 2019. Es ging auf einmal ganz schnell alles. genau, und sie ist jetzt in her 20s, wie jemand anderes auch. Und sie weiß halt jetzt so langsam, wie sie mit sich selbst umgehen kann. Sie hat sehr, sehr viel über sich selbst gelernt, und sie kann sich ein bisschen besser artikulieren. Was ich damit jetzt auf einer ganz praktischen Ebene meine, ist zum Beispiel, dass die Schrift besser lesbar ist, besser gekönnt, und manche Details sind vielleicht weniger charaktergebend. Also was man zum Beispiel sieht, ist, Sekunde, ist hier hinter dem Sprecherfenster. Genau, also zum Beispiel hier ist das R halt so abgeschrägt, und hier ist es halt horizontal, was halt vielleicht so im einzelnen Buchstaben ein bisschen weniger aufregend aussieht, aber so im Gesamtschriftbild wesentlich besser funktioniert. Und dafür aber ist hier zum Beispiel das A wesentlich spitzer und halt so ein bisschen nuancierter. Ja, ja. Genau, und wenn Seraph Babe wirklich was sagen will, dann kann sie jetzt auch in Italic Akzente setzen. Okay. Ich finde es total cool, dass du da so eine Geschichte dahinter hast. Ich hätte da zwei Fragen dazu. Bitte. Erstens, wenn du die an, also du, man kann deine Schriften ja auch kaufen. Schaut da gerne auf jeden Fall auf deine Webseite auch. Schreibst du die Geschichten dazu, würde mich einerseits interessieren, weil die ja schon sehr, die haben ja sehr viel Persönlichkeit für dich dann auch. Das würde mich interessieren, wenn die jemand kauft, ob die Geschichte miterfahren. Ach so,
Nee, tatsächlich nicht so sehr. Das ist so ein bisschen das, was ich vorhin meinte. Also eigentlich ist es ja gar nicht so wichtig. Also ich lasse auch gerne Interpretationsspielraum, weil am liebsten arbeite ich auch nicht explizit im Sinne davon, dass ich eigentlich hoffe, dass die Schrift die Geschichte selbst erzählt. Okay, ja. Aber es ist halt so eine, ja, es ist nicht so wichtig. Entweder die Person fühlt das, wenn sie die Schrift sieht, oder sie fühlt halt was anderes. Das ist auch in Ordnung. Das ist halt, was Seraph Babe für mich ist. Mhm. Aber das ist ja auch das Interessante, was passiert, wenn jemand anderes sich damit auseinandersetzt. Ja. Nee, total. Es ist nur interessant, weil du da ja eine sehr starke Geschichte irgendwie auch so mit drin verbindest, was ja irgendwie auch interessant ist. Vielleicht dann auch nochmal für die Leute, die die Schrift dann zum ersten Mal sehen, ob man die dann anders interpretiert oder so. Deswegen habe ich das gefragt. Ich denke schon. Mhm. Aber es ist auch nicht unbedingt wichtig, weil wie gesagt, das hat ja auch teilweise total pragmatische Hintergründe. Und dann zum Beispiel ist diese Schrift aber auch für mich total verbunden mit dieser einen, mit der Oper, die Zauberflöte von Mozart, die ich einfach höre, seit ich ein Kind bin. Ich weiß, dass das ein sehr, sehr bourgeoiser Vergleich ist. Das hat einfach damit zu tun, dass es für mich so eine Kindheitserinnerung ist. Aber das ist für mich wichtig, wie ich mit praktisch, das ist so wie, wenn ich in den Spiegel gucke, Seraph Babe, und dann, wenn jemand anderes mich sieht, die sehen ja zum Beispiel auch nicht all das, was man an sich selbst zum Beispiel... Ja, total. Ja. Hier sind noch zwei ganz konkrete Fragen im Chat. Und zwar, Katrin würde gerne wissen, welche Software du benutzt für die Fonts. Glyphs. Okay, ja. Und Ruth fragt, wie viel Zeichen man da denn so machen muss mit Sonderzeichen. Arbeitest du die komplett aus, auch mit dem... Ja. Nee, also das sind voll funktionsfähige Schriften, mit denen auch, also Leute machen damit Bücher, ich mache damit Bücher, ich mache damit Magazine. Also es gibt halt diese zwei Seiten. Das eine ist halt der theoretische Hintergrund und das andere ist aber technisch sind es vollwertige Schriften in dem Sinne. Wie viele Zeichen? Also Latin A hat, glaube ich, 256. Mhm. Aber man kann viel automatisieren. Aber genau, und dann, wenn man verschiedene Weights hat, also zum Beispiel Italic muss man komplett neu zeichnen, zumindest bei Serifenschriften. Mhm. Und dann gibt es natürlich, also wenn man jetzt verschiedene Gewichte macht, kann man natürlich interpolieren, aber man muss halt mindestens zwei Master zeichnen. Ja, okay. Ich schreibe das hier mal nochmal rein. Hier wurde nochmal der Name der Software gefragt. Ah ja. Glyphs. Genau. Und ich würde jetzt halt in Lady Gaga-Manier ich würde jetzt halt ein paar Projekte zeigen, die halt zu dieser Schrift dazugehören. Und das heißt natürlich nicht, dass ich mich hingesetzt habe und mir gedacht habe, so, ich mache jetzt eine Schrift, die vom Teenager zur erwachsenen Frau wird. Nein, das ist natürlich miteinander alles gewachsen. Und total oft habe ich das Gefühl, dass meine Hände besser wissen, was sie tun, als mein Kopf. Und dann guckt mein Kopf meinen Händen zu und ist so, das macht sie da. Genau. Okay, ja, super. Schauen wir mal rein. Ich gebe dir mal ganz kurz ein Update. Also wir haben es eine gute halbe Stunde schon. Ja. Ich beeile mich. Genau, das hier sind jetzt einfach nochmal Schriftproben. Genau, nochmal zu den zwei anderen Seraph Babe Gewichten. Das hier ist ein Gedicht, wo ich drüber nachgedacht habe, glaube ich, so zum ersten Mal. Was wäre denn, wenn Seraph Babe tatsächlich ein alter Ego oder eine Person wäre? Vielleicht überspringen wir das kurz, das dauert vielleicht ein bisschen zu lange, aber auf jeden Fall habe ich mit diesem Gedicht weitergearbeitet und das dann wiederum materialisiert. Also ich habe halt überlegt, wie kann ich Schrift in Fine Arts einbinden. Und hier ist es halt einmal gedruckt auf Baumwolle. Das war in einer Group Show in Amsterdam, in einer Gruppenausstellung, sorry. Und genau, und hier ist halt dieses, wir haben es in Latex gegossen, zusammen mit Octave Rambarivière. Und genau, einmal in Gips. Und ich finde es halt spannend, wie halt diese Materialität, also dieses Latex neben dem Gips, wie das halt der Schrift nochmal einen zusätzlichen Layer gibt. Mhm.
einerseits in so eine Fetischrichtung, aber dann auch in so eine sehr dreamy Richtung. Und es ist halt alles das gleiche Gedicht. Und ich finde es halt interessant, wie halt dann diese Stimmen so verschiedene Tonalitäten bekommen. Mhm. Genau, und dann wieder ganz pragmatisch habe ich Serif Babe für ein Magazin benutzt, zusammen mit meiner anderen Schrift Amant Grotesque. Defragzine ist eine Initiative von vier Wissenschaftlerinnen aus Düsseldorf, wo ich auch studiert habe, im Bachelor. Und es geht um intersektionalen Feminismus. Total schönes Projekt. Wir arbeiten bald an der zweiten Ausgabe. Hier sind so ein paar Spreads. Und das ist halt total schön, wenn ich Serif Babe als meine Stimme mit anderen Feministinnen teilen kann. Und weil ich finde es halt lustig, wenn so zum Beispiel feministische Texte in einer Schrift von einem Mann gesetzt werden, weil warum muss ich die Schrift eines Mannes benutzen, wenn ich eigentlich mit einer weiblichen Stimme sprechen möchte, so ganz pragmatisch betrachtet. Ja, das stimmt. Und die, gerade in der Typografie ist es ja doch noch ein Bereich, unfassbar männerlastig, ja. Dominiert. Also wenn ich ehrlich bin, habe ich deshalb mit Typografie angefangen, weil ich war so... Okay, war das so dein innerer Drive, da so einen Gegenpol zu setzen? Ja, ich musste da jemandem was beweisen. Genau, und dann komme ich zu Keroin. Mhm. Keroin, ich habe angefangen, die zu zeichnen, ich glaube vor anderthalb Jahren. Und was ich an der total gerne mag, ist, dass sie so sehr, sehr subtil ist und man hat so einen Moment so, Times New Roman, nee, stopp halt. Und das sind so Momente, die ich sehr, sehr gerne mag, wo Dinge so sehr subtil funktionieren. Die wird es in vier Gewichten geben. Genau, und ich habe den einem Freund von mir gezeigt und er meinte so, es sieht aus wie eine Kosmetikschrift. Und ich war so, watch me. I'm gonna make it a cosmetic typeface. Genau, und deshalb geht es sehr viel mit, ich habe die ganzen Namen und Begriffe von La Roche-Posay geklaut, was meine Lieblings-Kosmetikmarke ist. Mhm. Genau, und die hat sehr viele, sehr schöne Ligaturen, was sehr viel Spaß gemacht hat. Zurzeit kann man halt Regular und Italic, die sind veröffentlicht. Okay, dann bist du jetzt gerade quasi aktuell noch dran. Also meine Schriften sind nie fertig, außer vielleicht die Marguerite, weil die irgendwann von einem großen Berliner Museum gekauft wurde und dann musste die fertig werden, aber ansonsten wachsen die mit mir, weil ich es auch zu anstrengend finde, was tatsächlich fertig zu machen. Genau, Keroin war natürlich auch die Schrift aus dem Video, also auch die also Keroin ist die Kosmetiklinie, aber es ist auch die Schrift. Es ist alles. Keroin ist ein Universum aus Skincare, Wholesomeness, Treatment, Wellness. Genau. Genau, und dann habe ich für Keroin ein Specimen-Poster designt, was halt auch wieder hier, das sind Texte, die ich von La Roche-Posay mir angeeignet habe. Ah, okay, ja. Genau, und hier wollte ich kurz zeigen, wie ich dieses Poster gemacht habe. Und total zwar, gern. Und zwar sieht man ja hier im Hintergrund, also genau, also es war halt für Siebdruck gedacht. Ich wollte, also es ist für einen Siebdruck gemacht worden. Und hier im Hintergrund sieht man ja diese aufgelöste Schrift praktisch. Das kam eigentlich aus einem anderen. Die Idee kam wieder aus einer Kollaboration mit jemand anderem. Jemand aus meinem Department, Jim, hat mich nämlich gefragt, der arbeitet sehr, sehr viel mit Sound. Und er hat mich gefragt, mit digitalen Sounds ist es nämlich so null auf einspringen, während natürliche Geräusche halt so langsam ansteigen. Und deshalb sind halt digitale Sounds oft viel mehr unsettling, also viel unbequemer. Mhm. Und er hat mich halt gefragt, ob das mit Schrift auch funktioniert. Und das ist natürlich sehr, sehr schwierig, weil Schriften natürlich auf Vektoren basieren und Vektoren sind halt binär. Mhm. Und dann habe ich mich halt damit auseinandergesetzt, wie kann ich Schrift fragmentieren, wie kann ich die semipermeabel machen. Genau. Und da habe ich angefangen mit, also erstmal habe ich mit Bitmaps gearbeitet und dann mit Image Trace. Und ich zeige euch jetzt mal kurz, wie das aussieht. Genau, also das hier waren jetzt so Tests mit dem, einfach mit dem Füllerwort Soothing. Mein Computer ist ein bisschen alt, deshalb kann es sein, dass das hier alles ein bisschen dauert. Genau, das hier ist jetzt halt so ein erstes gerastertes Bitmap, einfach ein Bild. Und dann habe ich mit dem Bildnachzeichner gearbeitet. Mal gucken, ob das jetzt klappt, wenn ich das hier demonstriere.
Genau. Mhm. Und dann, also keine Ahnung, experimentiert man damit einfach so ein bisschen. Was ich sehr gerne mache, ist Strichgrafik. Da passieren immer ganz lustige Sachen. Genau, da kommt dann sowas okay. raus. Ja. Es ist halt wichtig, dass man vorher halt in Photoshop so ein Blur drüber legt oder, und dann halt Bitmap. Mhm. Und dann, genau, das hier waren jetzt alles so verschiedene Dinge, die ich ausprobiert habe, wo es halt überall darum ging, so die, hier passieren halt richtig lustige Sachen, wo es halt darum ging, die, genau, praktisch so für so eine Durchlässigkeit, was natürlich auch wieder irgendwie mit Skincare zusammenhängt, weil die Haut als semipermeable Membran uns umschließt und als Schrift mit Outlines, die halt semipermeabel sind. Mhm, genau. Und da, also hier jetzt mal in Fahrtansicht, sieht man hier so, ja, sieht fast aus wie so eine Spitzendecke oder sowas. Ja, das stimmt. Genau. Und dann hier ist so diese Auflösung in so, hat so was Comichaftes, finde ich. Ja, irgendwie schon. Oder auch, aber tatsächlich auch noch so ein bisschen was Gesticktes, was schon so ein bisschen mehr kaputt ist auch. Aber hast du dann davor ein konkretes Bild im Kopf, in welche Richtung das haben willst, du das haben willst? Oder probierst du so einige Sachen aus und es ergibt sich dann so in, während des Prozesses? Also das war jetzt tatsächlich, dass ich einfach nur eine Methode finden wollte. Da ging es gar nicht so sehr um einen visuellen Output. Und dann mache ich das voll oft, dass ich so Methodiken, die ich rausgefunden habe, und dann weiß ich, wie aussehen können. Und dann verwende ich die für andere Sachen wieder und so weben sich halt meine Arbeiten total zusammen. Mhm. Okay. Genau, und also es bedingt sich halt alles gegenseitig. Und aber ich experimentiere total gerne und viel. Genau. Hier sieht man jetzt, und dann kann man halt mit den Konturen spielen. Genau, wie das hier aussieht, verschiedene. Ah ja, du probierst da auch unterschiedliche. Genau, kann man, es macht auch einfach Spaß. Manchmal macht man einfach Sachen, weil sie Spaß machen. Finde ich sehr wichtig. Genau, und hier, das hier war ein Logo, auch mit Keruin, was ich gestaltet habe. Und hier sieht man halt das Raster, das aufgerasterte Bitmap. Und für Siebdruck muss man ja eben am Bitmappen, deshalb passte das ganz gut zusammen. Ja, ja. Genau, und das hier wäre dann die Übersetzung davon in Image Trace. Ja, cool. Ich mag, wie sich da total der Stil dann irgendwie auch ändert. Ja, ich finde es auch total interessant, wie so die Textur, und gerade wenn man halt auch so mit physischen Materialien arbeitet und wenn man das wieder versucht, ich finde halt so diese Übersetzung von 2D zu 3D und zurück immer total interessant. Ja. Genau, und hier ist jetzt das Lettering aus dem Plakat. Okay, ich lasse Illustrator mal in Ruhe. Okay, ist alles. Genau, und dann habe ich das zum Beispiel rüber zu Adobe, zu InDesign, heißt es, kopiert, genau. Und hier gibt es dann nochmal andere Funktionen. Das ist wirklich einfach so, dass also alles aus dem Programm rausholen, was man benutzen kann. Okay. Genau, und dann kann man hier, also hier kann man es jetzt ganz fein auflösen zum Beispiel. Dann machst du quasi die Artefakte, die da übrig bleiben vom Image Trace, nochmal. Genau. Nochmal quasi mit einer anderen Kontur. Genau, also es sind halt ganz viele Steps von Übersetzungen oder Dingen, die man übereinander legt. Und hier fand ich dann natürlich noch richtig lustig, irgendwie mit so sowas hier zu arbeiten. Genau, und im Poster habe ich dann halt, weil das halt für Siebdruck war und halt so ganz, hier liegen halt so ganz viele Filter übereinander, was aber auch wiederum sehr subtil ist. Also zum Beispiel kann man sehen, dass, also ganz hinten liegt natürlich dann die graue Fläche und die kleinen Buchstaben hier. Genau, dann kommt die Schrift, die, wie man sieht, halt auch so ein leichtes Rauschen nach außen hat. Dann darüber liegen dann, was liegt denn da? Leere Ebene, gut. Das Grau, hast du dann, oder habt ihr das auf graues Papier gedruckt oder habt ihr das auch aufgerastert? Also dass es quasi auch eine Graustufe ist, die gedruckt wurde? Nee, das Grau habe ich gedruckt, weil nämlich hier auf
dem Text hier liegt nämlich noch so ein weißer Gloom. Das heißt, es muss irgendwo weiß im Hintergrund funktionieren. Ah, okay, ja. Genau. Deshalb liegt das nämlich auch ganz, nicht ganz oben, aber fast ganz oben, weil hier liegt das halt noch über dem Schwarz drüber. Und deshalb musste man da noch so ein, genau, und ich lege halt total gern einfach viele Sachen übereinander, die dann miteinander funktionieren oder miteinander interagieren. Und hier gibt es noch so eine Version, wo dann diese schwarzen Flächen halt mit so Multiplikationen sich gegenseitig so bedingen. Aber ich habe mich halt dann im Endeffekt für die Version mit den schwarzen Flächen entschieden. Genau, hier sind jetzt nochmal so ein paar Testsheets, wie das aussieht. Genau, hier so Zwischenräume. Ich finde Zwischenräume sehr, sehr spannend. wie die Buchstaben anfangen, miteinander zu interagieren. Genau, hier habe ich die Enden an mit diesem Pfeil aus Illustrator. Ich fand, ja, Spaß haben. Genau, und das du reizt das dann die Sachen auch aus. Oder hier kann nämlich auch ein lustiger Kommentar, ne? So Typoregeln, die sind dann auch wieder da, um gebrochen zu werden. Absolut. Vor allem, wer hat denn diese Regeln auch geschrieben? Keine Ahnung, Jan Tschichold? Wollen wir dem zuhören? Nein. Sorry. Auf jeden Fall, wir können unsere eigenen Regeln schreiben. Wir müssen nicht den ganzen männlichen Typografen aus dem letzten Jahrhundert zuhören. Genau. Ja, vor allem für Poster. Poster sind halt einfach immer nur Formstudien. Und da darf man halt auch, also es ist ja jetzt kein Lesebuch. Ja. Tschüss, Herr Batschhaus. Genau, und im Siebdruck finde ich es dann wieder total cool. Und deshalb haben wir den Hintergrund auch gedruckt, weil wir dann halt einfach so Farbe mit reingegossen haben und halt einfach so dieses super kontrollierte, präzise aus dem digitalen Programm halt wieder mit so physischen Dingen aufzubrechen, finde ich halt super interessant. Ja, das ist ein cooler Prozess auf jeden Fall. Du hast da ganz viel irgendwie auch, ich meine, in dem Moment, wo du dieses Image Trace benutzt, es ist was sehr voreingestellt ist vom Computer, aber du kannst es trotzdem nicht so gar, also du kannst es natürlich durch die Regler kontrollieren, aber irgendwie, es macht trotzdem das Programm das so, ne? Das total. Ich finde es super spannend halt, also ich meine, es ist natürlich so, dass wir, also dass halt, dass man ganz viel halt in diesen Programmen arbeitet und diese Programme einem natürlich auch, also durch die Möglichkeiten, die einem vorgegeben werden, die natürlich auch irgendwo ein bisschen bestimmen, wie Dinge aussehen. Aber ich finde es halt total interessant, diese Dinge sich so anzueignen und halt, also es gibt ja wahrscheinlich auch einen Grund, also irgendjemand wird sich ja, also dass diese Hand als Pfeilende da mit drin ist, hat ja einen Grund. Und warum soll man das dann nicht benutzen? Man kann es ja auf seine eigene Art und Weise machen. Ja. Genau. Hier ist jetzt noch eine weitere Anwendung, was ich halt mit diesem Image Trace gemacht habe, und zwar haben wir das gerade kurz in Illustrator gesehen, aber hier habe ich das benutzt für eine physische Arbeit, und zwar habe ich das übersetzt in Ton. Das ist ein Teil meiner Abschlussarbeit jetzt, und hier kann man halt sehen, wie dieses Image Trace halt genau in als Schablone übersetzt wurde in Keramik. Das ist jetzt, ich glaube, 60x80 große Keramikplatte. Wow. Ja, hier, das war direkt nach dem, also das ist noch feuchter Ton, genau, und so sah das halt hinterher gebrannt aus. Man sieht das hier nicht so gut, aber es hat halt so eine silber-schwarze Glasur. Ah, okay, ja. Genau, das habe ich jetzt vor einem Monat oder anderthalb in einer Groupshow gezeigt. Und hast du das händisch gemacht oder hattest du da, also wie hast du das hergestellt? Mit einer Schablone, also mit einer CNC schneidet man das, schneidet man eine Schablone und dann presst man. Ah ja, okay, ja. Cool. Genau, das ist halt auch so, dass man halt so diese digitalen Tools für sich nutzt. Mhm. Meine Hände können natürlich nicht das Gleiche machen, wie jetzt jemand, der tatsächlich Ceramist, also Keramikerin ist. und deshalb nutze ich halt die Tools, die ich benutzen kann, und das sind halt Design-Tools. Ja. Genau, und es war halt eine Serie von diesen Keramikkacheln. Hier habe ich das Video auch nochmal gezeigt in der Gesamtinstallation. Okay. Genau, und hier sieht man halt noch andere Motive. Das waren auch Zeichnungen, die habe ich von Hand gemacht.
in Image Trace nachgezogen, dann so ein bisschen an den Faden rumgespielt, wieder in Keramik übersetzt. Mhm. Genau, das war die Installation. Es war sehr schön, aber es war auch sehr kalt, weil das Gebäude hatte keine Heizung. Oh, okay. Genau. Und dann mit Keruin wieder. Keruin habe ich dann wieder für Seidenschals benutzt. Ich habe einen hier, das sieht man dann. Genau, die sind dann von Hand eingefärbt. Kann man das sehen hier mit der Schrift? Oh, ja, wow. Hier. Ja, ich glaube, ja. Ja, genau. Und das wurden dann so auf so Metallhenkel angebracht. Ah, die sind hier nämlich auch auf dem Foto zu sehen. Da wollte ich nämlich jetzt fragen, was es damit auf sich hat. Genau, das war auch ein Witz, das ist auch ein Meme im Endeffekt, weil ich habe diese Seidentücher gemacht und dann, also ich weiß nicht, ob man das kennt, aber diese Hermes super teuren Seidenschals, die um diese ridiculously expensive Hermes, und es gibt sehr viele YouTube-Tutorials zu dem Thema, wie binde ich korrekt mein Hermes-Tuch um den Henkel meiner Hermes-Tasche. Und das finde ich so absurd, wenn man drüber nachdenkt, wie Weiblichkeit performt wird. Ich halt aus Metall diese Dinger zusammengeschweißt habe, die so ein bisschen, die sind auch so ein bisschen wie so Pool-Handles oder einfach so. Mhm. Aber auch wie diese Taschenhenkel. Und dann kamen da halt diese Tücher drumrum und auf den Tüchern steht Never Ending Applause. Genau. Und dann wollte ich jetzt noch eine letzte Schrift vorstellen. Oder gibt es noch Fragen zu dem? Hier wird noch diskutiert, wie man Schrift ausreizen kann. Aber das ist ja auch so ein bisschen das, was du ansprichst. Ne? Du siehst dich ja auch selbst als Künstlerin so. Und wann muss eine Schrift lesbar sein und wann darf sie eben selbst zum Artwork auch werden? Ja. Hier ist gerade eine Diskussion darüber. Also von dem. Ich gucke mir das gleich mal an. Genau. Und dann wollte ich meine letzte und neueste Schrift vorstellen, New Edge TM. Auch ein Witz, weil ich dachte mir, es werden ja gerade sehr, sehr viele Serifenschriften produziert. Und dann dachte ich mir, ich habe jetzt mal wieder Lust auf eine Grotesk. Und dachte ich mir, welche Schrift würde ich zeichnen in einem Paralleluniversum, wo ich ein Mann wäre und eine Ekal studieren würde? Weil Ekal ist das ultimative Gegenteil von Sandberg. Okay. Und es wäre diese Schrift, New Edge TM. Ich mag die ganz gern, ich finde die ganz hot. auch wenn es als Witz angefangen hat. Genau, und da arbeite ich gerade dran, die ist relativ fresh. Das war vielleicht vor so ein, zwei Monaten, dass ich die angefangen habe. Und ich habe, also das sind jetzt so maximal 2 Wochen Arbeit, die da tatsächlich drin stecken. Ah ja, okay, ja. Also die ist noch sehr am Anfang. Die hat noch nicht mal Ziffern, glaube ich. Naja, kommt noch. Aber ich habe da ich ja gerne meine eigenen Schriften benutze, zeige ich jetzt noch, es gibt schon das erste Umbrella-Projekt zu dieser Schrift. Solitype, das habe ich zusammen mit Vivian Hoffmann. Letzte Woche waren wir online und wir haben sehr schnell eine Plattform auf Instagram veranstaltet, wo wir von uns selbst Headline-Schriften und noch von 3 anderen GestalterInnen Headline-Schriften angeboten haben als Dankeschön für eine Spende an Leave No One Behind 2020. Weil natürlich dieses Jahr ganz viele schlimme Dinge passiert sind und das eine Camp, da hat es ja dieses Riesenfeuer gegeben und es wird gerade richtig kalt und da sitzen halt Leute ohne Heizung und Zelte ohne Boden und deshalb wollten wir dringend dafür ein bisschen Geld sammeln. Dann dachten wir, wie appealt man DesignerInnen? Wie extrahieren wir von unserer, also wie können wir mit den Tools, die wir als GestalterInnen haben, was erreichen? Ja. Und dann wollten wir halt einfach unsere Ressourcen zur Verfügung stellen und haben halt Schriften angeboten für GestalterInnen. Und so sieht die Kampagne aus. Die haben wir in einem sehr schönen Ping-Pong gemeinsam gestaltet. Es gab noch eine Schrift von Sascha Bente, von Raphael Verona, von Altiplano Typefaces und Pauline Lepape. Und genau, es funktioniert halt so, dass man, wir haben überhaupt kein Geld in die Hand genommen, sondern es wurde direkt gespendet, dann hat man uns einen Screenshot geschickt und dann haben wir die Schrift rausgegeben und wir haben, so sah der Instagram-Feed aus und wir haben fast 2000 Euro gesammelt. Wow, okay. Wie lange lief das Projekt? Eine Woche. Eine Woche. Genau.
Ich finde es ein super, super cooles Projekt und ich finde es total schön, wenn dann Design in so einen Bereich geht, wo es auch so einen Mehrwert dann bekommt und wie man damit dann Sachen auch bewegen kann. Ja, super. Auch auf so einem ganz pragmatischen Level. Man muss ja nicht immer irgendwie inhaltlich aufgeladene Arbeiten machen, sondern man kann es halt wirklich super pragmatisch einsetzen. Ja, auf jeden Fall. Ganz, ganz tolles Projekt. Schade, ich hab nämlich jetzt auch erst vor 2 Tagen habe ich mir das angeschaut, sonst hätte ich mir da... werdet ihr das nochmal online gehen lassen? Ja, wir wollen das eigentlich als Serie fortsetzen, weil es hat halt super gut funktioniert und ich meine, also irgendwie funktioniert es ja für alle gut. Also ich glaube, das funktioniert vor allem auch wieder für Studierende, weil es waren natürlich nur Privatlizenzen, die wir rausgegeben haben, weil warum sollten... Also ich meine natürlich, weil ich meine, die KundInnen, die eine Schriftlizenz kaufen, sollten ja im besten Fall auch das Geld haben, selbst zu spenden. Mhm. Deshalb war das jetzt für Studierende, weil es eh eigentlich eher so ein symbolischer Preis ist. Mhm. Und wir wollen dann einfach eine neue Kollektion praktisch machen. Ja. Und nächstes Jahr dann nochmal, genau, das so als Serie fortsetzen. Und wenn, vielleicht kann man... Also wir haben schon drüber gesprochen, wie man das Projekt vielleicht ein bisschen ausbauen kann. Also es ist auch nicht meine erste Teilplattform. Meine Bachelorarbeit war ja auch eine Teilplattform für Schriften von meiner Hochschule. Und es ist halt immer cool, wenn man so einen Diskurs anregt und irgendwie Leute zusammenbringt, was natürlich gerade ein bisschen schwierig ist. Aber es wäre auf jeden Fall cool, das so ein bisschen auszuweiten. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ja, total schönes Projekt. Schaut auf jeden Fall vorbei auf Instagram SuliType und schaut euch mal das Projekt an. Dann kann man da auch up-to-date bleiben, oder? Ihr werdet das ja dann auch über die Kanäle dann auch wieder publizieren, wenn es da wieder weitergeht. Genau, da geht es dann wieder weiter. Vielleicht sogar irgendwann mit einer Website. Aber das ist halt... Okay. Also ich meine, wir haben versucht, das natürlich... Also ich finde es eigentlich total spannend, Design so nach... wirklich an die Ökonomie anzupassen, weil das ist einfach, wie es realistisch passiert. Und also wir haben natürlich jetzt auch 1,5 Wochen Arbeitszeit da reingesteckt, aber jetzt eine Website zu machen, würde uns natürlich auch, also dann würden wir ja praktisch pro Tag 300 € spenden, die wir nicht einnehmen und wir sind ja auch nur Baby-FreelancerInnen. Mhm. Und also wir müssen ja auch gucken, was können wir geben. Mhm. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel Funding kriegen würden, worum wir uns jetzt mal kümmern würden, dann kann man auch anfangen, eine Website anzubieten. Ja, super. Und ich meine, also es ist ja total toll, wenn ihr euch da zusammentut und das erstmal mit einfachen Mitteln quasi erstmal startet und da dann schon so ein Betrag auch zusammenkommen kann. Ja. Das ist ja toll zu sehen. Also dass man ja auch nicht immer jetzt zum Beispiel eine Webseite direkt machen muss, um damit irgendwie auch an den Start zu gehen und da damit dann auch was zu bewegen. Ja, es hat jetzt natürlich vor allem dadurch ganz gut geklappt, dass Vivian und ich beide halt eine relativ große Plattform auf Instagram haben. Mhm. Das ist, ja, es ist auch was relativ Absurdes irgendwie. Aber das ist irgendwie der beste Weg, der uns eingefallen ist, wie man das zum Guten machen kann. Ja, also finde ich toll. Und wie man ja sieht an dem Betrag, es hat ja auch funktioniert. Ne? Das ist total schön. Ich habe tatsächlich eine Wette verloren, weil ich habe eigentlich gewettet 1.200 und ein Freund von mir hat 2.000 gewettet. Ich war so, Quatsch, und jetzt schulde ich ihm Abendessen. Aber für so einen Zweck ist das doch, ist das doch auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Gut. Ja. Cool. Ja, vielen Dank, Charlotte. Ich find's sehr beeindruckend, wie du so zwischen, du hast so einen spielerischen Umgang mit deinen Tools, mit der Art, wie du die Projekte machst und gleichzeitig einen sehr politischen Charakter oder was sehr Politisches auch dahinter. Das finde ich total spannend, wie du das so kombinierst und dann auch so diese Grenzen austestest, ne, zwischen Design, Lesbarkeit, Kunst, dass es da so ein sehr spannender Übergang auf jeden Fall bei dir ist, den du da kreierst. Dankeschön. Ich hoffe, es hat, es war irgendwie verständlich und hat Leute, euch alle was gebracht. Ja, also ich hoffe, ich glaube, die Community ist auf jeden Fall mit Sicherheit wieder inspiriert worden. Herrlich. Das war sehr interessant. Vielen Dank. Break the rules. Kommt hier nochmal als Kommentar von Helmut. Sehr gut. Ja, cool. Ja, wir sind auch komplett, ne? Du hast super Timing. Wir sind komplett auch durchgekommen. Ja, perfekt. I'm not a person to you, but a concept.
Wunderbar. Dann gebe ich mal noch einen kurzen Ausblick. Morgen ist ja der Adobe-Freitag. Am Montag geht es dann aber weiter. Wie gewohnt um 11 Uhr am Montagmorgen. Da ist dann, Moment, Lukas Hesse wird zu Gast sein, Grafikdesigner und Motion Designer. Da wird es um After Effects gehen. Und am Dienstag kommt die Ruth Lamich. Sie war heute auch wieder im Stream, glaube ich. Und sie wird Arbeiten von sich vorstellen und auch über das Community-Projekt, was hier quasi über die Adobe-Community entstanden ist, was sie initiiert hat, das Advent in a Bottle-Projekt. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Wie immer, in der Zwischenzeit schaut auf Discord vorbei. Da ist auch noch die Winter-Challenge sehr aktiv. Bis zum 15. könnt ihr ja dann nämlich auch noch was zeichnen, auf Instagram hochladen, on the light side. Ansonsten schaut da bei Discord vorbei. Da wird auch kräftig darüber diskutiert und Tipps ausgetauscht und die Skizzen gezeigt. Ansonsten, Charlotte, ich sag ganz großes Dankeschön. Gibt es noch irgendwas, was du an die Community loswerden willst? Oh Gott, darauf bin ich nicht vorbereitet. Nein, habt alle Spaß. Du musst auch nicht. Spaß, das ist wichtig. Ja. Ja, okay, ja, das ist doch. Vielen Dank für die Einladung. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Schön, das freut mich. Ja. Ich hoffe, der Community hat es mit Sicherheit auch gefallen und man sieht auf jeden Fall, dass du auch Spaß an deiner Arbeit hast. Das finde ich sehr schön, wenn es da auch immer so einen gewissen Wink mit Humor oder ein gewisses Level an Humor mit drin gibt. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank auch an die Community und dann würde ich sagen, habt einen schönen Tag, habt ein schönes Wochenende und wir sehen uns. Macht's gut. Tschüss.